Hi Leute, weiter geht's mit Xenonauts 2. Bin mir auch noch nicht ganz sicher, was wir machen sollen. Die Sunnypacks haben uns in den letzten paar Missionen nicht wirklich geholfen. Koloss Kampfpanzer dauert mir einfach zu lang und hier würden wir aber noch einige neue Sachen dazu bekommen. Ach, unentschlossen. Der Sahadum, wie eh und je. Echt schwer. Wir werden das nochmal umändern. Wir haben ja noch nicht allzu viel hier investiert. Wir nehmen die Alien-Elektronik, sag ich mal. Echte Rüstung, das steht alles. Fortgeschrittene Laserpistole, ja. Macht mal los. Die Alien-Basis will erobert werden. Hehe. Was? Panik in der Hölle? Ne, jetzt kriege ich eine Ruhe, wenn die Panik eine Region 100 oder mehr erreicht. Oh Gott, Leute. Das ist nicht euer Ernst. Warum denn? Was ist mit dem Abhangjäger hier? Ist der. Braucht noch 5 Tage. Aber wir haben ja den Angel dabei, also. Den Zweien könnte ich mir auch einen Überfall vorstellen. Was wir uns auch noch anschauen könnten, vielleicht noch einen Hangar. Dann müssten wir aber komplett alles neu anordnen. Weil jetzt wissen wir ja, dass die Aliens uns über die Hangars angreifen. Ich bin echt immer davon ausgegangen, dass die über den Zugangslift kommen. Aber dann müssten wir komplett die Basis umbauen. Es ist absolut illusorisch. Nee, das reicht eigentlich. Wir haben dann 3 Slots für Abfangjäger. Das Ding ist einfach nur, wenn wir nochmal einen Phantom von Tau. Wenn wir nochmal einen Phantom bauen wollen. Ich weiß, witzig. 800.000 und so. Dann würden wir ja nochmal einen Slot brauchen, ja. Aber dann könnten wir nach Lateinamerika ein Flugzeug aussourcen, sozusagen. Terrorsite, westliche Stadt. Verbleibende Zeit ein Tag, da müssen wir schnell reagieren. Missionsbriefing anzeigen. Alle Aliens killen. Die Aliens haben eine Reihe von mächtigen Sprengsätzen vor Ort angebracht. Werden sie nicht entschärft, wird die Explosion wahrscheinlich zehntausende Zivilisten töten. Wir müssen den Bereich von außerirdischen Kräften säubern, damit die Bomben neutralisiert werden können. Jede überlebende Alienbombe gibt 5 Alenium. Kann ich mir. Also, wir hatten, glaube ich, so eine Mission hier in dem Let's Play noch nicht. Wir hatten es aber in dem vorangegangenen Let's Play. So wie ich das verstehe, müssen wir die nicht entschärfen. Wir müssen halt in Anführungsstrichen nur alle feindlichen Einheiten töten. Okay. Kampfteam aussenden. Machen wir auch gleich. Wir wollen nur mal unsere Truppe ausrüsten. Er hat 81 HP. Müssen wir mal rausnehmen, den guten. Scharfschütze ist fast wieder ready. Neue Soldaten wollten wir eigentlich auch ranholen. Wartet mal. Müssen wir aber jetzt nicht unbedingt machen. Wir sollten uns erstmal um die Leute kümmern hier. Sturmsoldaten. Haben wir keinen. Nehmen wir den rein. Und du wirst zu einem Sturmsoldaten. Das Problem ist, wahrscheinlich haben wir gar keine Ausrüstung für den Sturmsoldaten. Genau so sieht's aus. Dann wirst du einfach mal ein schwerer. Na. Du wirst ganz schön viel Ausrüstung ablegen müssen, wobei es geht sogar. So kannst du das nicht reinnehmen. Jetzt geht's. Sturmsoldat, sekundäre Ausrüstung. Die Laserpistolen sind alle noch nicht fertig. Dann kriegst du so eine Pistole.
Sunny Pack ist zu schwer, dann kriegst du noch einen Schlagstock. Noch so eine Granate und dann war's das. Du bist unser Grenadier. Du kannst sogar noch eine Granate tragen. Oder warte. Dann machen wir es so und du kriegst noch einen Schlagstock in die Hand gedrückt. Mhm. Schildeinheit. Wartet, wartet, drei Leute. Na, wir brauchen noch drei Leute. Der Angeschlagene muss mit. Fertig ist die Laube. Und jetzt würde ich mal sagen, füllen wir die ganzen Leute noch mit Schützen auf. Nee, wo ist denn der schwere Soldat? Hä? Ach du hier. Ja, du bist kein Sturmsoldat, du bist ein schwerer. Also. So. Das raus. Nimm das noch mit rein. Das bringt 4 Präzision. Okay. Und ja, ich weiß, die Scharfschützen haben halt alle taktische Rüstung. Es wird einfach nicht anders gehen. Das ist so das Problem, was ich sehe. Sunny Pack ist am schwersten. Dann kriegst du noch so einen Schlagstock rein. Eine Granate raus. Munition könntest du noch gebrauchen. Perfekt. Ein Sturmsoldat und ein Schütze. Sturmsoldat. Ja. Und dann noch ein Schütze, der ebenfalls keine Wächterrüstung haben wird. Na doch, 3 Stunden. So viel Zeit haben wir noch. Wir sind doch schnell jetzt mit dem neuen Dropship. Da ist er fertig, die Wächterrüstung. Soldat. Was haben wir denn noch für eine Waffe? Oder schwerer? Wir könnten ja auch die Rifle hier mitgeben. Naja, wirst du halt Schütze. So. Du trägst aber mal so eine schicke Rüstung und somit geben wir dem guten Cloud hier nochmal eine Wächterrüstung mit. Ja, wir bevorzugen ihn ein bisschen vor den anderen Soldaten. Ich gebe es ja zu. Und dann probieren wir nochmal das mit dem Verletzten, weil der Daniel Kaiser, der hier angeschlagen irgendwo rumhängt, hier unten, ist noch als schwerer Kämpfer deklariert. Jetzt sagen wir, du bist ein Verletzter, gibst deine ganzen Sachen ab. Und jetzt müsst du eine Wächterrüstung übrig haben. Nee, das funktioniert echt nicht bei uns. Krass. Naja gut, dann ist es halt so. Ja, der Schütze, der hat wieder ein bisschen zu wenig. Den können wir doch sogar noch was mitgeben.
Und der hat viel zu viel. Ist halt auch immer ein bisschen Mist, ohne. Na komm, wenigstens eine Granate geben wir dir noch mit. Jetzt haben wir alle durch. Zwei Leute haben leider nur taktische Rüstung. Drei Leute. Ach ja, drei Leute haben leider nur taktische Rüssi dabei. Aber so ist es. Wir können jetzt nicht noch länger warten. Ansonsten wird das da nichts hier. Kampfteam aussenden. Dragonfly halt. Wir müssen natürlich noch die Position überprüfen. Es ist jetzt nur eine einzige Person in der Basis. Wenn die uns da jetzt nochmal angreifen, war es das mit der Basis, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich unfassbar gering. Position im Dragonfly. War das hier rüber? Ja, hier rüber war es. Cloud, du gehst mal dahin. So, Sturmsoldat. Ich hätte ganz gern einen Schildsoldaten hinten stehen. Beziehungsweise hier direkt am Ausgang. Ja, so machen wir das. Passt. Dann geht's auf. Kampfteam aussenden. Flugzeug starten. Die sind auch alle hoffentlich bereit. Halt! Soll nicht Start abbrechen? Was mache ich? Hä? Wieso Start abbrechen? Achso, hier. Dropship starten. Und dann holen wir noch ein paar Soldaten. Ein paar können wir uns ja noch leisten. Wie viel Platz haben wir denn noch? Wo steht das? Wir könnten noch 15 Soldaten anheuern, so viel können wir uns nie leisten, aber was wir machen können, ist noch ein bisschen Schrott verkaufen. Kommen wir auf 200.000. Sagst du nicht nö. Und jetzt können wir uns schon noch ein paar Soldaten leisten. Soldaten anwerben. Hohe Präzision ist gut, dafür sind die Lebenspunkte hier eine Katastrophe. Hier haben wir jemanden sehr ausgeglichenen, die gute Sena Smirnova. Hier ist der Mut mies. Den lassen wir auch mal außen vor. Ilya Zaitsev, den nehmen wir noch mit. Andrew Queen, 3. Freiter Nika Vasilaiva nehmen wir auch noch mit. Ja. Und dann die Person hier noch. 1, 2, 3, 4, da haben wir 5 Soldaten anwerben. 100.000 können wir uns leisten. Weiter geht's. Wir kommen hier sogar noch vor Einbruch der Dunkelheit hinein. 16 Stunden noch Zeit. Einwandfrei. Auf geht's. Taktischen Kampf beginnen. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir werden jetzt wahrscheinlich das allererste Mal mit diesen Panzern konfrontiert werden, die Aliens. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber das waren solche massive Gebilde. Unfassbar gefährlich, unfassbar reaktionsschnell. Ich denke, dass die werden jetzt hier das erste Mal, die werden wir jetzt hier zu Gesicht bekommen. Wir dürfen gespannt sein. Auf geht's. Und wir sehen gleich mal zwei Aliens. Genau hier. Da habt ihr sie. Diese Schwebeteile. Unfassbar stark. Das Äußere haben die umgeändert zum letzten Let's Play. Die sahen anders aus. Rudimentärer. Jetzt sehen sie hübscher aus.
haben noch irgendwie so ein extra Schild, Panzerung und unfassbare 150 HP. Perfekt, unseren Schildsoldaten hier in dieser Richtung hatte ich schon geahnt, dass das so sein wird. Nein, natürlich nicht. Zufall, dass wir hier einen Schildsoldaten stehen haben. Ach, stimmt. Da sind auch von den Nationen Soldaten am Start, die mit uns zusammenkämpfen. Und natürlich dann auch Zivilisten hier sind auch wieder da. Wir schauen uns doch erstmal den Dragonfly an. Ach, der ist doch hübsch. Sieht schon schnieke aus, das Gerät. Hier in die Richtung geht's weiter, in die Richtung nicht. Okay. Dann kämpfen wir uns also quer durch die Stadt hier. Unfassbare Reflexe, das Teil. Ihn können wir hoffentlich relativ schnell auseinandernehmen mit einem Sniper. Ah, das ist ein schwere Rüstung minus 3, kein Bewegungsbonus, Soldatenpräzision. Die Zielgröße ist halt groß. Ja. Könnten auch unsere drei Sniper auf dieses Ding. Ich weiß es gar nicht mehr genau, gegen was das anfällig war. Ich kann es euch echt nicht mal sagen. Wo sind der Grenadier hier hinten? Wir müssen erstmal ein bisschen ausladen. Also von dort hätten wir eine bessere Trefferchance, als wenn wir jetzt hier runter gehen würden. Ich will nur mal probieren. Irgendwie, ja, lass das mal die Schildsoldaten. Ganz in Ruhe, Sadum. Nicht so aufgeregt sein, ja. Okay, also hier gibt es niemanden, der uns da noch in die Suppe spucken würde. Also das wäre schon sehr gruselig, wenn hier noch ein Alien stünde. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dort keins steht. Trotzdem nochmal hingeguckt. Die nehmen wir noch mit raus. 50. Ja, du wirst dann es nicht killen können. Jetzt sollte... Ne, er kommt immer noch nicht ganz raus. Machen wir mal so. Jetzt kommt der Grenadier raus. 89. Feuer frei. Die Panzerung ist weg. Das ist sehr, sehr schön. Prozent. Wir könnten hier sogar so einen Dreifachschuss ablassen. Das ist es uns wert. Ich glaube, die explodieren immer, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube ja. Muss ein anderer Sniper ran. Hier müsste man noch aus dem Weg gehen, bitte. Du auch. Oh, noch ein zweiter. Boden. Gefährliche Waffe. Sehr, sehr gefährliche Waffe. Cloud, walte mal deines Amtes.
brauchen doch noch einen anderen Sniper. Steht hier ganz hinten im Bus. Prozent, das ist halt nichts. Komm. Und dort hast du wenigstens. Ja, bist du sicher vor Angriffen? Hoffe ich mal. Gut. Schildeinheit. Klasse. Dahinter ist noch so ein gefährlicher Panzer. Schwebepanzer der Aliens. Wir werden versuchen. Ja. Wir brauchen unsere Sniper. Das hat ja ganz, wirklich ganz gut funktioniert. Ja gut, wir hatten den jetzt mit diesen Dreifachschüssen vom Robocop zerstört. Wir brauchen trotzdem unsere Sniper vorne erstmal. Du kriegst hoffentlich Schutz hier durch ihn. Bleib du mal so. MG-Schützen. Die Xing Sua Li ist zu einem MG-Schützen umfunktioniert worden. Meines Erachtens, also das ist für mich eigentlich keine Deckung, aber das Spiel gibt es schon als Deckung an. Volle Deckung. Wir vertrauen dem Spiel. Schrotflintentypen. Am liebsten würde ich den hier in den Supermarkt schicken wollen, aber natürlich nicht allein. Er kann halt gegen die zwei Gegner aus der Entfernung nichts machen. Das ist auch zu riskant. Geh mal hier direkt dahinter. Da hast du volle Deckung. Kriegst aber noch jemanden mit, nicht den Sniper, hier. Die Miller Matilla. Was für ein Spitzenname. Wir haben auch schon lange keine Spitzennamen mehr vergeben. Fällt mir gerade so ein. Und du bleibst hier stabil, Cloud. Und Thomas, du gehst hier in Deckung. Naja. Du musst noch irgendwo anders Deckung suchen, das ist hier zu riskant. Ja. Sehr gut. Alle soweit versorgt. Ich sag mal, ja. Dann beenden wir die Runde. Jetzt werden einige Zivilisten draufgehen. Eine Soldat hat sich da unten noch nicht bewegt. Ich hoffe, der geht irgendwo in Deckung. Also der hier. Oder du rennst hier zum Supermarkt rein. Renn nicht auf der Straße entlang. Das wäre das Dümmste, was du machen könntest. Du siehst da Aliens vor dir. Ja, er geht da wenigstens in Deckung. Er geht da wenigstens in Deckung. Und wird abgeschossen. Nein, also wissen wir, dass dort Aliens sind in dem Supermarkt. Er geht da wenigstens in Deckung. Sehr gut. Sahadum. So, der schwere Panzer kommt. Der wird auf jeden Fall einmal schießen. Das war mal ein Zivilist. Da haben wir ein schwergepanzertes Alien gesehen. 20 Rüstung, wenn ich das korrekt gesehen habe. Zieht sich zurück. Mhm.
Der Soldat geht in Deckung. Oh Mann. Das war's mal wieder. Ja, auch schöne zwei Laserschüsse von unserem Schildtypen. Schwer gepanzert. Krass. Wir hatten hier echt Schwein, dass die kleinen Sektonen nur Pistolen in der Hand haben. Das schwer gepanzert nervt ein bisschen. Wir wissen, hier oben steht noch einer. Den können wir mit dem Sniper hier rausnehmen. 67. Das ist ein bisschen wenig für die Entfernung. Ist einfach dem geschuldet, wegen den zwei Hindernissen hier. Dachte, wir können uns in aller Ruhe mit diesem Schwebepanzer beschäftigen. Mit unseren Snipern, aber nö. Die Aliens lassen uns hier auch nicht zufrieden. 71% ist okay. Was ist denn mit dem Dreifachschuss? Das Problem halt an diesem ballistischen Schnellfeuergewehr, es hat so gut wie keine Rüstungszerstörung. Zerstör einfach mal ein bisschen die Deckung, aber das Problem ist, ihr seht es ja selber, es ist, die Trefferchance ist viel zu gering. Komm, was soll's. Dreifachschuss. In einer, ne, das bringt ja nichts. Haben wir ja gesagt, keine Rüstungszerstörung. Den wollen wir eigentlich einsetzen für das Teil da. Den Sniper nutzen wir, um ihn da unter Beschuss zu nehmen. Die zwei Sektoren. Ja. Den Sniper hätten wir noch frei zur Verfügung, oder? 46. Schaut mal. Aber der hat wieder so eine unmoderne Waffe. Aber 10 Armor Penetration. Taktische. Betäubungsgranate ist hier vorhanden. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir werden hier erstmal eine Betäubungsgranate werfen. Ich komme immer noch nicht ganz drüber hinweg hier mit meiner Aussage. Der Soldat soll hinter dem Bus gehen, da ist er in Sicherheit. Der Soldat ist in Sicherheit. Und dann sieht man hier nur noch die Blutlache von dem übrig. Tut uns leid, Mate. Scheibenkleister. Blöden Aliens sind schuld. 80% passt. Versuch mal, ihm den Rest zu geben. 27, Scheibenkleister. Reicht nicht ganz. 33, so rum ist besser. 38, dann Feuer frei. Bleib erstmal so stehen. Mal gucken, was noch da so passiert. Du gehst dahin. Passt schon. Jetzt müssen wir uns um dich kümmern. Da werden wir eine Granate werfen, um hier die Deckung wegzukriegen. So viel dazu. Wieso? Ach nee. Das sind ganz normale Granaten, da fliegt keine Deckung weg.
Also jedenfalls keine massive. Wahrscheinlich würden diese Parkuhren, schätze ich mal, sind das, würden mit einer zweiten Granate weggeballert werden, aber nicht mit einer. 20 und dann noch einen Schuss abgeben, ist okay. Gut. Die zwei Sektoren wären Geschichte. Grenadier. Hier. 65%. Ja, die Schildeinheit muss ein Stück zur Seite gehen. 87. 90%. Feuer frei. Was war das? Die Armor müsste doch, hätte doch mindestens verschwinden müssen. Das hat doch hier auch funktioniert. Und da hatten wir da direkt auf den Schwerpanzer gezielt. Das kann natürlich sein. Scheibenkleister. Das ist richtig, richtig Mist. Kommst du mit der Alleniumgranate dahin? Theoretisch ja, aber du musst näher ran. Ach nee, stopp mal, Leute. Wir hatten hier mit dem... mit Robocop drauf geschossen. Oder? Wir haben schon zwei Granaten verschossen. Nee, nee, wir haben auch auf den drauf geschossen. Nicht, dass Granaten gar nicht wirken gegen den, wisst ihr? Einundsiebzig, mach mal. Okay. Ja, der hat sich weggedreht. Warum auch immer das. Es ist ein bisschen riskant, weil wir wissen, hier oben ist einer mit einer, mit einem Gewehr. Aber es nützt alles nichts. Laserpistole, es ist einfach alles ein bisschen zu gering. 34, dann könnte man so einen Schuss abgeben. Könnte ich mitleben. Aber wir können es auch versuchen, aus der Entfernung zu clearen. Ja, hier hast du wieder nicht genügend Zeiteinheiten. Nee. Ah, mal gucken, wie wir das machen werden. Freunde der Nacht, jetzt ist erstmal die Folge zu Ende. Denkt bitte dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare, ganz wichtig, Abo da lassen, kostet euch keinen müden Cent, aber motiviert mich ungemein. Und vielen Dank natürlich auch an alle, die schon dem Kanal hier das Abo gegeben haben und die Treue halten. Danke dafür, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge Xenonauts 2 hoffentlich wieder. Bis dahin, bye bye, euer Sadu.